Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Podcast Nummer 6 wurde veröffentlicht und den schauen wir uns natürlich zusammen an. Auch wenn ich weiterhin nicht so ganz von diesem Format überzeugt bin, aber ihr habt es euch gewünscht, von daher machen wir das dann natürlich auch. Ach, und Rainer hat diesmal seine Kamera angemacht, also haben wir mal wieder ein Bild von ihm. Ich bin wirklich begeistert. Heute geht es bei Rainer um besondere Menschen. Er hatte das im letzten Podcast ja schon angekündigt, dass er da über die Zeit in der Schule sprechen will, als er Unterricht mit körperlich und geistig beeinträchtigten Menschen hatte. Ich bin mal gespannt und hoffe inständig, dass er dieses Thema auch würdig angeht und nicht einfach nur wieder Blödsinn erzählt. Heute schauen wir beim Influencer, der kein Mensch mehr ist. Der ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Okay, dann lass uns mal anfangen. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute mit Kamera, allerdings ganz normaler Podcast, wie sonst auch. Man merkt richtig, wie die Begeisterung ihn quasi übermannt, dass er endlich wieder mal einen Podcast aufnehmen darf. Heute geht's in die Folge 6. Ich habe mir gedacht, zur alternativen Unterhaltung mache ich mal wieder die Facecam an, allerdings mit Greenscreen-Hintergrund. Das, was da im Hintergrund an deiner Schulter aber immer so hochblitzt, sieht mir aber nicht nach einem Greenscreen aus. Das sieht eher so aus, als wenn du einfach nur ausgekiet worden bist hinter einem einfarbigen Hintergrund, der nicht grün ist. Aber okay, ich bin da bei Weitem kein Experte, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das kann auch der Schatten sein vielleicht oder so. Keine Ahnung. Und fangen wir am besten einfach mal an. Wir sind in der Folge Nummer 6. Und in dieser Folge soll es vor allem gehen um meine Zeit mit besonderen Menschen. Ich wollte hier mal speziell ein Augenmerk darauf legen, wie der Umgang mit solchen Menschen war und wie meine Erfahrungen mit solchen Menschen sind. Also zunächst mal, ich bin nicht nur in meiner Schulzeit damit aufgewachsen, sondern auch, muss man die Haare schneiden, merke ich gerade, momentan sehe ich mich so selber. Ganz ehrlich, das dachte ich eben aber auch. Aber mit 5 Euro Anfang Juni in der Tasche und 2 Wochen vor sich ohne Einnahmen war das nun wirklich wahrscheinlich nicht möglich, oder? Tatsächlich fällt mir hier auch nun auf, weil wir Rainer ja auch schon länger nicht mehr wirklich im Video gesehen haben, dass er auch scheinbar wieder etwas zugenommen hat. Er sieht wieder bei weitem fülliger aus als noch in der Zeit, als er unterwegs war. Wahrscheinlich liegt das wirklich an der mangelnden Bewegung und dass er sich jetzt seit einem Monat wieder nur noch versteckt und halt nicht mehr rausgeht. Also im Prinzip ist es so. Die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, es gab sehr viele normale Menschen, es gab aber auch den einen oder anderen, der Behinderungen hatte. Das erste Mal, dass ich mit einem Menschen in Berührung gekommen bin, der Behinderungen hatte, da war ich, glaube ich, 5 oder 6 Jahre alt. Das war ein Mensch mit Down-Syndrom. Also ihr wisst, wie das ist, wenn... Hat er gerade Daumensyndrom gesagt? Also wie Christoph Daum? Ich hoffe nicht, aber es hörte sich stark danach an. Böse Zungen sagen Wasserkopf dazu. Also das sind halt Menschen, die haben halt einen sehr großen Kopf. Ich kenne die genauen medizinischen Probleme deswegen nicht. Das geht aber... Es ist auf jeden Fall... Krankheit, die natürlich auch auf die geistige Gesundheit geht, nicht nur auf die körperlichen Probleme, die dabei entstehen. Ich glaube, gegeben hat man ihm, glaube ich, 15 Jahre oder so und er wurde tatsächlich 34 oder so. Also es ist manchmal echt übel. Ansonsten war das eigentlich ein total lieber Mensch, so wie ich ihn kannte. Das Problem ist aber, dass er also es war ein Zwilling von jemandem und sie war total gesund, auch eine echt schöne Frau. Okay, bin ich ganz ehrlich, wusste ich nicht, dass das sein kann, dass ein Zwillingskind Down-Syndrom hat und das andere nicht. Habe ich mich natürlich auch nie mit beschäftigt und wusste ich tatsächlich nicht, aber ich habe es gerade mal nachgeschaut, auch wenn das eher sehr, sehr selten ist das möglich? Wow, ich habe was gelernt in Rainers Podcast. Es geschehen noch Wunder. Also ich kannte die, da war ich 5, 6, 7 Jahre alt, aber die beiden waren natürlich schon älter, die waren schon weit über 20, eher um die 30. Und ich
Es kann aber wie alt ich meine, dass ich die kennengelernt habe. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, 37 oder so geworden. Das Problem ist natürlich dann gewesen, irgendwann hatte er aufgrund seiner Krankheit, aufgrund der Behinderung, hatte er sehr viele Schmerzen, sehr starke Schmerzen. Und er hatte gute und schlechte Tage. Und an guten Tagen war eigentlich alles soweit in Ordnung und so. Und man hat einfach ganz normal mit ihm gelebt und alles. Man konnte sich mit ihm unterhalten und alles. Merkt ihr diesen Blick nach rechts unten von ihm aus gesehen? Hat er da ein Skript liegen oder was schaut er sich da an? Also wenn er da wirklich ein Skript gemacht hat und das bei den letzten Malen auch schon da liegen hatte und dann trotz Skript so unzusammenhängend alles vorgetragen hat, ja, dann mal gute Nacht, Marie. Der hat jetzt nicht normal geantwortet, sondern halt ein bisschen kindlich und so, aber und er konnte auch nicht so gut sprechen, aber im Großen und Ganzen war das eigentlich ein recht lieber Mensch. Es ging letzten Endes damit weiter, dass die Menschen, die da drüber gesprochen haben und die den kannten, auch immer meinten, so ja, also ich habe das so nicht mitbekommen, aber wenn man einen schlechten Tag hatte, muss das wirklich übel gewesen sein. Also er muss da um sich geschlagen haben und was weiß ich, ich weiß es nicht, ich war nie dabei. Ich hatte irgendwie einen schlechten Tag von ihm erlebt, das war ja auch niemand, mit dem ich tagtäglich zu tun hatte, sondern es war im Prinzip halt ein Bekannter durch die Freundin meiner Mutter. Und so kannte ich den nicht. Also von daher, das war der erste Mensch, mit dem ich in Kontakt getreten bin. Der zweite Mensch, mit dem ich in Kontakt getreten bin, oder gekommen bin, ist ein Mitschüler gewesen in der Schule. Wisst ihr, genau wegen sowas habe ich ein Problem mit Rainers Podcasts. Ich hatte mir nun gewünscht, dass er mal eine Geschichte zu diesem Bekannten erzählt. Was hat er mit ihm erlebt? Gibt es Besonderheiten im Umgang mit ihm, die Rainer dann miterlebt hat? Er sagt hier nur, ja, schlechte Tage habe ich nicht erlebt und er war zu mir eigentlich ganz nett und lieb. So, nächster Punkt. Das reicht mir halt nicht, wenn dein Podcast sich um diese Personen dreht. Da muss mehr kommen, Rainer. Genau, da muss ich sogar erst 5 oder 6 gewesen sein, weil bevor ich in die Schule gekommen bin, weil ich bin mit 7 eingeschult worden. Also jedenfalls ist es das so, dass ich in der zweiten Klasse, ich glaube in der zweiten Klasse war es, in der zweiten Klasse hatte ich einen Schüler in der Nachbarklasse. Das war im Prinzip so aufgebaut. Wir hatten 1, 2, 3 Klassenräume. Und wir hatten damals nicht 2 Zweier, 2 Dreier Klassen, sondern wir hatten eine 1er, eine 2er, eine 3er Klasse. Und die hat sich jedes Jahr gewechselt in der Schule, wo ich war. Hä? Ich dachte, Rainer hat Klassen 1 und 2 in der Schule gemacht, und zwar in 3 Jahren, und musste daher die 3. Klasse auf der anderen Schule dann halt nochmal machen. Also gab es auf dieser Förderschule doch eigentlich gar keine 3. Klasse. Ach, ich blick da auch nicht mehr durch. Ich glaube, Rainer erzählt halt nur wieder so umständlich, dass niemand mehr peilt, was er da eigentlich wieder erzählen möchte. Und bei uns war es so, wir hatten, als ich in die Schule gekommen bin, unser Klassenraum war genau in der Mitte und das war die Klasse 1. Die Klasse nebendran war die 2 und die Klasse danebendran war die 3. Und die Klasse 3 ist natürlich das Jahr, wie ich in die 2. Klasse gekommen bin, zur Klasse 1 geworden, weil wir waren dann ja die 2. Klasse. Ja, und so hat sich das immer im Rotationssystem bearbeitet. Und in dem zweiten Jahr kam dann ein Schüler in die Schule, der war geistig und so alles komplett in Ordnung und freundlich und alles, aber der hatte halt eben das Problem, dass er von klein auf im Rollstuhl saß. Also der war schon, der konnte nicht laufen, der war von klein auf, war der im Rollstuhl gesessen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie das war, aber ich weiß noch, wir waren ja sehr, sehr jung damals, ich weiß noch, dass alle sehr lieb und freundlich zu ihm waren, das ist ja logisch. So. Und das war auch ein echt netter Mensch so. Und man konnte mit ihm sich super unterhalten. Das war einer der wenigen Menschen, mit denen ich zurechtgekommen bin. In der Schulzeit, in den ersten 3 Jahren. Und ich glaube, ich habe das auch zwischendurch mal kurz erwähnt in der Folge. Wartet mal kurz. In der Folge 3 müsste das gewesen sein, dass ich das mal zwischendurch erwähnt habe. Aber da habe ich es nur am Rande erwähnt. Er hat da wirklich ein Skript. Oh, Rainer, ich bin schwer enttäuscht, dass du trotz Skript wieder so umständlich alles beschreibst und immer von Höcksken auf Stöcksken kommst. Nun erzähl aber bitte auch nun von dieser Person und sag nicht einfach, die war in eurer Klasse und fertig. Ja, der ist echt lieb und freundlich gewesen und ja, wir haben den halt immer,
Also der muss natürlich vom Lehrer, wenn er aufs Klo musste, musste der Lehrer ihm helfen, ist ja klar. Oder hat dann, irgendwann haben das dann auch die anderen Schüler übernommen. Was sind meine mitgegangen, hat ihm immer geholfen. Und das war dann aber in der dritten Klasse bei ihm. Da war ich dann aber schon, das habe ich dann nur am Rande mitbekommen. Da war ich ja schon gar nicht mehr in der Schule, weil die waren ja vor mir. Aber ich kannte eben jemanden, der sitzen geblieben ist und der kam dann zu ihm in die Klasse. Hä? Der war gar nicht in deiner Klasse? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der Typ im Rollstuhl in seiner Klasse war. Ah, okay, Leute, ich bin raus. Kein Plan, was er da wieder erzählt. Ich blick da nicht mehr durch und sage es euch auch ganz ehrlich, bei diesem Wetter bin ich auch einfach nicht motiviert genug, mir jetzt das fünfmal nochmal anzuschauen, um aus diesen wirren Ausführungen irgendwie was entschlüsseln zu können. Nehmen wir das einfach mal so hin und wundern uns, warum Rainer trotz Skript es einfach nicht schafft, einen Podcast zu machen, in dem man nicht denkt, dass man komplett verwirrt ist aufgrund dieser Sprünge und Widersprüche. Von daher, als ich dann in die neunte, Quatsch, als ich dann in die dritte gekommen bin, haben wir uns angefreundet gehabt, so halbwegs. Du hast gerade die dritte mit der 9. Klasse verwechselt? Eieiei. Weil ich war ja überall irgendwie immer der Außenseiter. Aber er kannte halt die Situation auch so ein bisschen und ja. War eigentlich, soweit ich mich da erinnern kann, es ist alles sehr verblasst, weil es schon sehr lange her ist. Aber soweit ich mich erinnern kann, ist halt immer so, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe oder wenn ich mit ihm zusammen in irgendeiner Wohnung gesessen war oder mit ihm gespielt habe oder so, war es halt immer so, dass mich die anderen automatisch in Ruhe gelassen haben. Einfach nur deswegen, weil sie halt gesehen haben, ne, ja, der mag mich und so und wir kommen miteinander zurecht. Und dadurch haben die mich dann einfach von vornherein in Ruhe gelassen. Einfach deswegen, weil natürlich die ihm nicht schaden wollten. Und das war in der Hinsicht ziemlich gut. Ich vermute, dass jetzt viele von euch denken so, oh ja, du hast den nur als Schutzschild benutzt. Nee, das stimmt eigentlich gar nicht, weil so richtig realisiert habe ich das damals gar nicht. Das ist erst im Nachhinein, so ein paar Jahre später ist mir das gekommen, dass es eigentlich so vielleicht, vielleicht habe ich das unterbewusst gemacht, das war aber eigentlich nicht bewusst gewesen. Als ich dann nach Bad Windsheim gekommen bin, hatte ich 2 Jahre lang gar nichts mit Menschen zu tun, die von geistiger oder körperlicher Behinderung, ich weiß nicht, darf man das noch so ausdrücken, die halt Probleme hatten in ihrem Leben, so körperlich oder eben geistig. Also wegen mir könntest du das noch so sagen, aber wenn du sicher gehen willst, sagst du nicht Behinderung, sondern Beeinträchtigung. Und als ich dann mit solchen Menschen im realen Leben zu tun hatte, in der dritten Klasse, vierten Klasse, dann habe ich immer mehr angefangen, mich für solche Sachen zu interessieren. Und habe dann da, ich bin in der, das habe ich in der Schule gar nicht erwähnt, ne? Die letzte Klasse, das habe ich total vergessen. Da müsste ich vielleicht nochmal eine extra Folge irgendwann mal machen. In der vorletzten Folge, nee, in der letzten Folge, in der Folge 5, habe ich ja über meine Schulzeit in der dritten und sechsten Klasse geredet. Ich habe vergessen zu erwähnen, ich bin in einem Hort gewesen. Das lag daran, weil ich eben immer viel ich bin immer viel nach Hause gegangen und habe viel, viel keine Hausaufgaben gemacht und so weiter. Und der Hort hat dafür gesorgt, dass man quasi seine Hausaufgaben macht und so weiter und so fort. Genau dafür hast du ja ein Skript mit diesen Stichpunkten. In den nun veröffentlichten Leaks hast du ja immer gesagt, du arbeitest hier und du arbeitest gerade da. Wenn du doch viel am Vorbereiten bist, wieso hast du denn dann sowas nicht mit im Skript drinne? Verstehe ich wirklich nicht. Wir haben noch mit denen Aktivitäten gemacht. Ich war bei denen 2 Jahre oder 3 Jahre drinnen. Ab der dritten Klasse in Bad Windsheim war ich dann in diesem Hort, was mich extrem abgefuckt hat, weil ich konnte nicht nach Hause, ich konnte nicht meine Serien gucken. Ich habe tausende Folgen von Pokémon und Digimon und Dragon Ball und was weiß ich alles immer verpasst. Einfach nur, weil ich nicht nach Hause gehen konnte, weil ich eben noch 4 Stunden in die Schule musste und dann musste ich mit dem Zug nach Hause fahren und dann bin ich erst um 18 Uhr, 19 Uhr nach Hause gekommen. Auch recht interessant, was das wieder zu Rainers Psyche sagt. Man könnte jetzt ja nun sagen, ja, ich habe damals Scheiße gebaut und musste das dann ausbaden, weil ich halt nie Hausaufgaben gemacht habe. Aber Rainer verpackt das so, dass das totaler Mist war, weil er Pokémon verpasst hat und er erst ganz spät abends zu Hause war. Ja, Rainer, aber das lag ja an dir. Du hast ja keine Hausaufgaben gemacht und daher haben dich deine Eltern da wohl reingesteckt. Hättest du die gemacht, hättest du wahrscheinlich auch Pokémon schauen können. Diese Einsicht fehlt dir aber wieder, dass du deine Verantwortung übernehmen müsstest. Wenn man so will, wurde ich da schön abgeschoben. Aber in der Zeit, wo ich dann da war, habe ich mich sehr viel auch mit solchen Menschen auseinandergesetzt. Und
Ich weiß gar nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin. Bei uns war es nämlich so, wir hatten keine Kantine in der Schule, also unsere Schule. Die Franziskusschule, was ich beim letzten Mal erwähnt hatte, wo die Menschen mit Behinderungen, Lernbehinderungen, geistig und körperlichen Behinderungen waren, hatten auch eine Kantine, weil die auch lange mittags geblieben sind. So. Und der Hort hatte mit denen irgendwie einen Deal, keine Ahnung. Und da ist es nämlich so gewesen, dass wir nach der Schule, wo alle anderen abgehauen sind, sind wir nach unten in unsere Schulküche gegangen. Und in der Schulküche, da gab es dann, wir konnten quasi von unserem Schulgebäude in das andere Schulgebäude von der Franziskusschule direkt rüberlaufen, ohne überhaupt aus unserem Schulgebäude raus zu müssen. Und dann sind wir da im Keller an Gang entlang gegangen. Dann war da ein. Ist dann Aufzug, dann sind wir hochgefahren, haben uns das Essen aus der Kantine von denen geholt. Da hatten wir dann so ein Wägelchen mit Nachtisch und ein Essen und Trinken und alles. Und dann haben wir das geholt und sind damit abgehauen. Und dann durften wir das Essen trinken und so weiter. Und dann mussten wir es am nächsten, dann danach ein Essen wieder zurückbringen. Das sind immer 2 Stück gewesen. Das haben wir immer so ein bisschen aufgeteilt gehabt. Mal, da waren die dran, mal waren die dran. Da waren bestimmt 8 Schüler oder so. Waren auch verschiedene Klassen dabei. Also da waren dann große und größere Schüler und ältere Schüler und jüngere Schüler dabei. So, ich glaube bis zur 5. Klasse oder was haben sie denn heute gemacht? Und, oder bis zur 6. Klasse, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann bin ich rausgegangen und habe mein Vater gesagt, irgendwann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, weil da bin ich auch geärgert worden im Hort. Und da gab es auch viele andere Probleme und das war für mich psychisch auch extrem belastend, weil jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht war es deswegen psychisch belastend, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass man mich abschieben will. Das Geilste war, Ja, dann überleg noch mal genau, Rainer. Meinst du nicht, das kann an deinem Verhalten gelegen haben, dass du keine Hausaufgaben machen wolltest, so wie du das vorhin gesagt hast? Ich meine, ich weiß ja nicht, was da die richtigen Gründe von Rudi und Rita waren, aber wenn Rainer selbst schon sagt, er war da, weil er die Hausaufgaben nicht gemacht hat und die dann da halt machen musste, hört sich seine jetzige Ausführung halt stark nach einer Ausrede an, um die Mitschuld wieder zu leugnen. Als ich aus dem Hort rausgekommen bin, ich bin öfter mal dann irgendwann, als ich immer weniger Lust auf den Hort hatte, das war dann so in der 6. Klasse oder 5. Klasse, bevor ich dann endgültig raus bin, bin ich öfter nach der Schule nach Hause gegangen. Und ja, da bin ich dann mal nach der Schule nach Hause gekommen. Und mein Vater ist normalerweise jemand, der sehr lange arbeitet. Also mein Vater ist normalerweise jemand, der kommt von der Arbeit erst um 5, 6, 7 heim. Und an dem Tag war er früher zu Hause. Meine Mutter, meine Schwester und mein Vater saßen alle auf dem Balkon und haben gegrillt. Ja, und ich komme nach Hause, weil ich natürlich früher Schluss gemacht habe. Weil ich ganz normal nach der Schule nach Hause gefahren bin. Ich komme nach Hause, meine Mutter, meine Schwester und mein Vater schon zu Hause. Alle sitzen auf dem Balkon und grillen. Und ich sitze so da und denke mir, und ich stehe so da, schaue so nach oben und denke so, euer Ernst? Das war auch so irgendwie der ausschlaggebende Punkt, wo mich dann einfach abgefuckt hat, weil spätestens ab dem Punkt habe ich natürlich dann immer gedacht, ey, ja, die schieben mich voll ab. Ich weiß ja nun auch nicht, wie das jetzt wirklich da abgelaufen ist. Und wenn Rudi erst immer abends halt da gewesen ist, dann wird das ja auch wahrscheinlich nicht der Regelfall gewesen sein. Aber in dem Moment hätten die meisten wahrscheinlich das Gleiche gedacht. Aber da frage ich mich halt auch, was ist denn das für eine Familie? Also redet man da nicht irgendwie mal drüber? Wird sowas einfach so gemacht? Wenn bei uns mal früher gegrillt wurde, als ich in diesem Alter war, was Rainer hier beschreibt, hieß es am Tag vorher halt, ja, wir grillen morgen. Also dass das irgendwie total spontan mal gemacht wurde, war halt sehr selten. Generell spricht man doch über sowas. Aber naja, zumindest war das bei mir so. Aber scheinbar war die Familie Winkler da etwas anders unterwegs. Ich habe das so nie drüber nachgedacht. Ne? Die haben mich da irgendwie wirklich zur Seite geschoben und haben die dann schöne Sachen gemacht. So. Ich wusste zum Beispiel auch, dass die mit meiner Mutter, meine Schwester mit meiner Tante unterwegs war, öfter mal, wenn ich im Hort war. Weil ich kam ja erst um 17, 18, 19 Uhr nach Hause. Also, weil mit dem Hort Feierabend war um 17 Uhr, glaube ich. Und dann musste ich erst zum Bahnhof laufen. Dann musste ich mit dem Zug vom Bahnhof aus erst nach Neustadt und dann nach Emskirchen. Und dann musste ich von da aus, wurde ich dann abgeholt oder musste nach Hause laufen. Und ja, das war schon ziemlich übel. Jetzt schweife ich aber ab, entschuldigt. Das habe ich aber beim letzten Mal vergessen zu erwähnen.
Ja, danke. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht, dass du nun seit zig Minuten wieder über das sprichst, was du eigentlich beim letzten Mal vergessen hast und wir bisher nur wissen, dass du Kontakt zu einem im Rollstuhl hattest und einem Menschen mit Down-Syndrom. Das ist mir ehrlich gesagt noch viel zu wenig, Rainer, wenn du halt einen Podcast über dieses Thema machen möchtest. Aber das muss dir doch eigentlich auch klar sein, dass du dann auch irgendwas mal erzählen musst, oder? Für mich war damals wirklich auch problematisch, dass ich da eben immer diese Situation hatte. Kommen wir mal zurück zum Hauptthema. Ich habe eine Zeit lang in dieser, ich habe eine Zeit lang im Hot dann die Situation gehabt, dass ich öfter mal, ich kannte dann irgendwann aufgrund meiner Schulaktivitäten mit den Leuten aus der Franziskusschule, kannte ich dann den einen oder anderen mal. Und dann haben wir uns einfach mal nach der Schule zusammengesetzt und haben uns da unterhalten. Und ja, dann habe ich mit denen auch ein bisschen gespielt und alles. Und wir hatten auch mal einen Ausflug mit denen gemacht. Richtig cool. Und während meiner Schulzeit hatten wir mit ein, zwei Klassen permanent Kontakt. Da hatten wir mal zwei Schulstunden, wo wir uns mit denen auseinandergesetzt haben und mit denen gespielt haben und alles. Und da hatten die auch einen eigenen, also wir hatten ja vom Schulgelände sowieso, was auch die Hauptschule und die Berufsschule und so weiter nutzten. Wir hatten eine große Sporthalle mit drei großen Hallen, wo man die in der Mitte hochmachen konnte. Dann konnte man quasi die ganze Halle nutzen. Einen riesigen Sportplatz. Die hatten auch ein riesiges Sportevent immer und alles. Wurde auch, glaube ich, teilweise wurde, glaube ich, auch teilweise von der Stadt genutzt. Und eine riesige Schwimmhalle, so ein Hallenbad. Und die Schule selber, die Franziskus-Schule selber, die hatte ein eigenes Schwimmbad. Ich weiß auch nicht, ob die hatten bestimmt auch eine eigene Sporthalle, irgendwas Kleines halt. Und ich war früher so eine komplette Wasserratte. Ich bin immer im Wasser gewesen und alles. Und dann habe ich auch ein bisschen geholfen mit dem Schwimmen mit dem einen oder anderen. Hier bitte einen beliebigen Witz über große Wassertiere einfügen. Problematisch war halt, wenn man solche Spielereien machte, mit dem Schwimmen gehen und so weiter, mit Leuten, die dann eine körperliche Problematik hatten, dass die dann halt einfach da nicht rein konnten oder so. Und dann musste man natürlich da immer ein bisschen aufpassen. Und dann haben natürlich die Lehrer, die dann zu viert waren, weil die andere Klasse hatte, wir waren zwei Klassen, jetzt hatten wir zwei Lehrer und das andere war eine Klasse mit zwei Lehrern. Also aus der Franziskusschule, die brauchten einen Lehrer extra pro Klasse, zumindest den Klasse, wo wir waren, weil die halt einfach zu viele Probleme sonst hatten. Und ja, im Prinzip ist es genau das gewesen. Wir hatten dann vier Lehrer und dann haben die Lehrer ein bisschen besser aufpassen können. Und dann haben wir Schüler uns gegenseitig auch ein bisschen unterstützt. Und wir, die halt keine Probleme körperlich oder geistig hatten, haben uns halt gegenseitig zugeredet, haben uns gegenseitig geholfen, den Leuten, die Behinderungen hatten oder so, ein bisschen zu helfen, mit denen schwimmen zu gehen und so weiter, zu spielen und alles. Lass mich überlegen, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich ungefähr in der 6., 7. Klasse. Ich weiß ja nicht, wie es euch hier so geht, aber mir fehlt da die Geschichte dahinter. Ich warte immer irgendwie auf diese eine Geschichte, die Rainer mit diesem einen Menschen aus der anderen Klasse zum Beispiel gehabt hat. Dass er ihm zum Beispiel geholfen hat bei einem bestimmten Problem und er sich dann dafür bei ihm bedankt hat und ihm das halt irgendwie die Augen geöffnet hat oder was draus gelernt hat oder. Also Details über diesen Umgang mit denen und was er da halt für Erfahrungen in bestimmten Situationen gemacht hat und wie ihn das geprägt hat. Bei Rainer kommt halt nur sowas wie, ja, wir hatten Schwimmunterricht mit denen, dann schweift er irgendwie ab vom eigentlichen Thema. Da waren dann mehr Lehrer in der Klasse, bla bla bla. Und dann war es das auch. Daher ist dieser Content meiner Meinung nach auch wirklich so schlecht. Es ist einfach nur eine stumpfe Aufzählung, was dann irgendwie passiert ist, ohne diese Geschichten halt mit Leben zu füllen und Details zu Rainer und den Menschen mit diesen Beeinträchtigungen, die es ja auch bestimmt noch irgendwie gab. Aber vielleicht erinnert sich Rainer auch einfach nicht mehr daran, weil er es für zu unwichtig gehalten hat. Ich weiß es nicht. Jetzt möchte ich, die nächste Folge geht ja um meine Schulzeit zwischen der 7. und der 9. Klasse, dann sind wir schon aus der Schulzeit raus, tatsächlich sogar nach der nächsten Folge. Aber jetzt möchte ich trotzdem schon mal nach der Schulzeit gehen. In der 6., ich glaube die 6. Klasse war dann Schluss, aber die 7., 8., 9. Klasse, damit hatte ich dann mit den Leuten aus der Franziskusschule gar nichts mehr zu tun. Das ist dann schon komplett vom Tisch gewesen. Im Hort war ich nicht mehr, so kam ich so nicht mehr in Berührung mit denen und auch anders nicht mehr. Und
Vertue ich mich da gerade oder hatte Rainer nicht früher einmal gesagt, dass er seine gesamte Schulzeit mit Menschen mit Behinderung zu tun gehabt hat? Verbessert mich, wenn ich da irgendwie falsch liege, aber irgendwie liegt mir das noch an, dass er das mal gesagt hat. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch niemanden mehr mit Behinderung in der Schule selber. Also in unserer Schulzeit war dann niemand mehr dabei, der irgendwelche Behinderungen hatte. Zumindest nichts Offensichtliches. Genau, ich bin dann aus der Schule rausgekommen mit 18, mit 17, 18 bin ich aus der Schule rausgekommen, weil ich war 10 Jahre in der Schule. Und also ich wurde kurz nach der Schule, wurde ich 17. Und dann ist auch eigentlich 2 Jahre lang gar nichts passiert. Ich bin dann mit 19, ja doch, kurz nach meinem 19. Geburtstag müsste das gewesen sein. Ich hatte schon Führerschein und Auto und alles drum und dran. Da bin ich dann berufstätig als Zeitarbeiter unterwegs gewesen. Ne? Da muss ich als Zeitarbeiter hier und da und bla arbeiten. Und ich bin dann hergegangen und habe da mit verschiedenen Leuten, oder war das mit 18? Es kann jetzt sein, dass ich mich um ein Jahr vertue. Es kann auch sein, dass es mit 18 war. Jedenfalls hatte ich schon mal Auto und meinen Führerschein. Und ich bin dann berufstätig als Zeitarbeiter in verschiedenen Abteilungen gewesen, verschiedenen Firmen, habe tausende verschiedene Firmen gesehen, übertrieben gesagt. Und irgendwann bin ich auch mal in eine, oh Gott, wie hieß das genau? Es ist halt eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie ich das jetzt anders ausdrücken muss. Das hat ja auch einen bestimmten Namen. Das muss natürlich jetzt nicht unbedingt sein, dass ich den genauen Namen hier sage. Aus Gründen brauche ich jetzt nicht erklären, glaube ich. Jedenfalls ist das so, dass wir uns da dann zusammengesetzt haben und uns da unterhalten haben. Und uns da habe ich dann einfach Leuten geholfen, Sachen zu bauen. Ja, das war so eine Werkstatt für Behinderte sozusagen. Okay, da müssen wir auch mal ein bisschen drüber sprechen, weil mir das gerade neu ist. Ich habe mal Rainers Lebenslauf angeschaut, der ja auch im Internet rumgeistert, weil ich diese Geschichte halt irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Und dass er in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet hat als Zeitarbeiter, steht weder in seinem Lebenslauf drin, noch, wie gesagt, habe ich das mitbekommen. Er erzählt ja immer wieder von den Zeitarbeitsgeschichten bei Playmobil, in der Eisengießerei oder sowas. Aber dass er in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet hat, habe ich nicht gefunden und kann natürlich, wenn dann, auch nur ganz kurz gewesen sein. Wenn das wirklich wahr ist, ist es natürlich extrem dumm, das nicht mit in seinen Lebenslauf zu schreiben, weil man natürlich auch sich auf sowas beziehen kann bezüglich sozialen Fähigkeiten und so weiter. Aber naja, jeder, der sich mit Rainer 5 Minuten unterhält, kann sich ja auch so einen Eindruck von seinen sozialen Fähigkeiten machen. Und die haben dann da verschiedene Sachen gebaut, die hatten da verschiedene Arbeiten. Ich hatte jetzt natürlich keine Aufseherrolle oder sowas, weil, ne? Aber ich habe da... Im Prinzip war es so, die brauchten jemanden, die haben dann Sachen aus Holz geschnitzt und Sachen aus Holz bearbeitet und ich war dafür zuständig, dann bestimmte Größen und so weiter für die verschiedenen Sachen, die sie brauchten, zurechtzuschneiden, weil die das teilweise nicht selber machen durften. Das haben teilweise zwar die Betreuer gemacht, aber so einmal im Jahr, so zur Hauptsaison vor Sommer und so, wo dann Leute Urlaub brauchten und so weiter, oder Urlaub wollten, weil sie natürlich mit der Familie auch was unternehmen wollten, die Aufseher, hört sich bescheuert an, die Erzieher, sage ich mal, die haben dann da halt jemanden zusätzlich gebraucht und da habe ich jetzt halt so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Und da bin ich auch mit einigen Leuten in Berührung gekommen, da gab es auch jemanden, der im Rollstuhl saß, mit dem ist dann auch eine etwas längere Freundschaft entstanden auf privater Ebene. Mittlerweile hat sich das leider auch erledigt, weil das dann auch auseinandergegangen ist. Da gab es auch ein Problem, das hat aber nichts mit Hatern oder so einem Schwachsinn zu tun, ne? Sondern das hatte einfach private Gründe. Und wir haben uns damals eigentlich alle ziemlich gut verstanden, da waren wirklich sehr nette Menschen dabei, aber auch da war es wieder so, da gab es den einen oder anderen, der dann, wenn er mal seine Medikamente nicht gekriegt hat, aber die waren den ganzen Tag da, die sind morgens angekommen und sind dann den ganzen Tag da gewesen, haben ihre Sachen gemacht und so weiter, haben dann auch Tabletten gekriegt, hatten dann mittags auch was zu essen bekommen und dann ging es ja danach weiter. Und ja, im Prinzip ist es da wirklich eine Schwierigkeit gewesen, weil die teilweise Leute dabei hatten, die, wenn die mal ihre Tablette zu früh genommen haben oder zu spät genommen haben, die waren dann völlig gaga. Ach Rainer,
Genau das meinte ich am Anfang. Mach das doch mit Respekt. Die waren Gaga. Das ist schon wieder irgendwie so respektlos und abwertend für Leute mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung. Ich verstehe sowieso nicht, du gibst dich hier den ganzen Podcast schon wieder als so verständnisvollen Menschen, was andere Menschen mit Beeinträchtigung angeht. Aber wir alle kennen ja deine Aussagen zu beeinträchtigten Menschen in Streams und Videos und wissen, wie du da sonst drauf reagierst, wenn du mal im Stream die Wahrheit sagst und nicht ein Video aufnimmst, was du halt 5-mal neu aufnehmen könntest, wenn du ausnahmsweise mal die Wahrheit sagst, so wie du es denkst. Ich finde das halt an so vielen Stellen wieder hart falsch von dir bezüglich deiner Doppelmoral. Die waren eigentlich, man muss dazu echt sagen, das ist echt eine Schande eigentlich, wenn man sich das anschaut und wenn man mit solchen Menschen arbeitet. Wenn man sich das anschaut, das ist wirklich krass. Das kann man gar nicht mehr erzählen. Die teilweise, ein paar von denen werden teilweise komplett unter Drogen gehalten, weil die einfach sonst nicht, die sind sonst nicht menschlich. Die können sich sonst nicht, die können nicht normal sprechen teilweise. Nicht alle natürlich. Das ist nur eine Handvoll. Aber das ist halt, es gibt halt Menschen, die haben so geistige Aussätze dann. Und mit denen ist dann nicht normal, sich zu unterhalten und alles. Und mit denen, die können dann halt auch einfach keine klaren Gedanken fassen. Das könnte man jetzt bei mir auch sagen mit meinem ADS, ne? die Geschichte mit dem, der im Rollstuhl saß, ein Teil dieser Geschichte kann ich mal auf meinem neuen Blog erklären. Das ging nämlich ein bisschen mehr ins Private. Ach du Scheiße, nee, sorry, bitte nicht. Dieser Blog, ja, ich muss da auch noch mal ein bisschen was zu machen, glaube ich. Im Jackie Lee ging es ja auch oft darum. Er kann damit doch nicht wirklich so groß verdienen, oder? Ich meine, die 10.000 Klicks, die er da jetzt vielleicht am Anfang mal hatte, die bald natürlich schon wieder sehr viel weniger sind, damit kann er doch nicht mehr Werbegelder bekommen als auf YouTube, oder? Dass sich das lohnen würde. Ich kenne mich mit Werbung auf Webseiten halt null aus, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sowas der Goldesel für ihn jetzt ist. Da werde ich vielleicht heute auch noch einen Post machen, schauen wir mal. Ja, und ansonsten war es letzten Endes eigentlich alles eine ziemlich coole Zeit. Also man muss auch dazu sagen, es ist nicht nur immer schwierig gewesen. Es gab natürlich Zeiten, da war es schwierig, es gab Zeiten, da war es gut. Aber es gab auch viele Zeiten, die waren richtig cool. Also Rainer, ernsthaft, was erzählst du uns hier eigentlich? Du hattest mal einen Rollstuhlfahrer eine Klasse über dir. Dann hast du dich mal mit Menschen mit Behinderung unterhalten, weil ihr die Kantine geteilt habt. Ihr habt dann nochmal einen Ausflug mit der Klasse. Und als du aus der Schule raus warst, hast du wahrscheinlich für ganz kurze Zeit vermutlich in einer Behindertenwerkstatt Holz zurechtgeschnitten für deren Arbeiten. Du bist doch nicht dein Leben lang mit Menschen mit Behinderung in Kontakt gewesen und hast was mit denen erlebt. Du stellst das immer so dar, als wenn da nun eine Geschichte von jemandem kommt, der seit 20 Jahren in diesem Bereich arbeitet und tagtäglich etwas mit Menschen mit Behinderung zu tun hat. Du hattest doch so gut wie kaum Kontakt zu denen, nach dem, was du bis jetzt hier erzählt hast. Und dann sagst du sowas wie, ja, es war natürlich nicht alles schlecht, es gab auch viele gute Zeiten. Und das klingt wirklich so, als wenn du da die großen Geschichten zu erzählen hättest. Hättest du die denn wirklich auch erzählt, hätte ich vielleicht anders zu diesem Podcast gestanden. Aber so ist das einfach nur eine Story, wo, sag ich mal, 40-50% der Menschen, die einfach sich das jetzt mal anhören, wahrscheinlich mehr zu sagen könnten, weil sie vielleicht in der Familie oder im Freundeskreis jemanden haben, der eine Behinderung hat, mit denen sie halt lange zusammen viel erlebt haben und daher wirklich was erzählen könnten. Aber du kannst das scheinbar nicht. Daher ist dieses Thema halt vielleicht mal eine Randerwähnung in deinem Leben wert, aber keine ganze Podcast-Folge. Natürlich machst du das trotzdem, weil du dich gerne so hinstellst und dich so verkaufst, als wenn dein Leben davon geprägt wäre, dass du dich sozial verhalten hast und viel mit Menschen mit Behinderung erlebt hast. Aber anhand deiner Geschichten kann man das halt null bestätigen. Manche dieser Menschen haben eine interessante Lebenseinstellung oder eine interessante Philosophie. Einer hat mir mal erzählt, oh Gott, wie ging das, wartet mal. Einer hat mir mal eine Geschichte erzählt, die im ersten Moment überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Es ging irgendwie darum, dass er an einem Teich war mit der Familie, die waren da irgendwie picknicken und da hat er irgendwie einen Fisch gesehen. Und wie ging das denn? Das hat irgendwas mit dem Fisch, mit dem Schwan auf sich, die dann da irgendwie gespielt haben. Irgendwie, ich weiß es nicht mehr, ich kann es nicht mehr zusammenbringen. Auf jeden Fall hat er gemeint, dass er dadurch was gelernt hat. Und ich weiß auch nicht mehr genau, was das dann war. Da ging es irgendwie darum, wie man sich einander gegenüber verhält. So. Ja, und genau das meine ich.
Der hatte eine interessante Philosophie, die er mir gesagt hat. Ich kann sie nicht mehr erzählen und es ging irgendwie um Schwäne und Fische. Ich bekomme es nicht mehr auf die Kette. Auf jeden Fall hat er dadurch was gelernt. Ich weiß aber auch nicht mehr, was es war. Rainer, du machst es einem aber auch echt nicht leicht. Wie kannst du denn sowas erzählen von wegen interessante Philosophien, wenn du es nicht mehr erzählen kannst und selbst nicht mehr den Sinn zusammenbekommst? Ich glaube, es ging sogar irgendwie darum, dass er der Fisch ist und nicht der Schwan. Auf jeden Fall war das ganz merkwürdig. Und nicht der Schwan, weil ich schön bin, sondern weil halt das auf einer anderen Ebene ist. Es ist schwierig, das zurückzuerzählen. Außerdem ist es schon ewig her. Ich bin ja schon 32 und das war mit 19 oder mit 18. Ja, dann nehme es doch nicht als Beispiel für deine Aussagen, wenn du es nicht erzählen kannst. Aber ganz nebenbei, schönes Standbild, oder? Was meint ihr? Könnte ich vielleicht fürs Thumbnail nutzen? Lange ist her. Ja, soweit erstmal dazu. Gut, wir sind jetzt bei 23:38. Ich könnte natürlich jetzt auch noch über Menschen sprechen, die dann bei mir vor der Haustür viel Scheiße gebaut hätten, wobei das eigentlich eine Beleidigung für all die Menschen ist, mit denen ich schon zu tun hatte. Und selbstverständlich darf die Provokation nicht fehlen. Da macht er mal wieder ein Video mit Bild, mit einem Skript bezüglich eines Podcastes und er bekommt es trotzdem wieder nicht hin, nicht zu provozieren. Einfach unglaublich, Rainer. Du lernst es, glaube ich, auch einfach wirklich nicht mehr. Weil bei aller Liebe, diese Menschen haben wirkliche, ernsthafte, reale Probleme und die Leute, die vor meiner Haustür stehen, haben das bestimmt auch. Nur mit dem Unterschied, dass die Menschen, die in solchen Einrichtungen sind oder mit denen ich da aufgewachsen bin oder die ich eben mein Leben lang kenne, ja, die wissen halt, wie sie sind und die würden aber so eine Scheiße auch nie abziehen. Also wäre das eine Beleidigung für solche Menschen. Gut. Ja, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschüss. Also ganz ehrlich, die letzten Minuten haben mich wieder gekillt. Nicht nur diese Arroganz zum Schluss mit der Provokation gegen die Hater, auch dieses ganze Getue, dass er so viel mit diesen Menschen erlebt hat, aber so gut wie keine Beispiele bringen kann. Aber wenn er ein Beispiel bringen will, was er mal daraus gelernt hat, ging es um einen Schwan und einen Fisch, aber mehr weiß er dann nicht und den Sinn hat er auch vergessen, weil es so lange her ist. Ja, danke Rainer. Dann macht dieser Podcast wirklich Sinn. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Kommt gut durch den aufgeheizten Samstag. Hier bei mir im Norden wird es Samstag zum Glück noch schön angenehm. Genießt aber trotzdem das Wetter, so gut es geht. Und bis zum nächsten Video sage ich, Mädel auf, meine Freunde.